Ich habe die Shader mal ausgelassen, weil ich noch ein bisschen im Klavanner machen wollte. Aber vorher, irgendwo hatte ich hier noch Fichte. Ach, richtig, in der Eichentruhe hatte ich noch Fichtenholz. Ahahaha, gut versteckt. So, und jetzt wird es natürlich prompt wieder Nacht. Kaum fange ich an mit der Folge, wird Nacht. Das ist so typisch. Das heißt, ich laufe erstmal am Herrenhaus vorbei, weil das Bett steht halt dahinter. Ja. Wieso habe ich eigentlich kein Bett im Herrenhaus? Oh. Ah, die Betten im Herrenhaus sind zu groß. Die kann man nicht zum Schlafen verwenden. Da ertrinkt man drinnen. Naja. Also einmal drumrum. Bis ich dann drumrum gehe, ist die Sonne hoffentlich auch fertig untergegangen. Ja, ohne Shader gucke ich mir die ja doch gar nicht so groß an, sondern lege mich einfach direkt hin. So. Und dann können wir jetzt direkt im Keller weitermachen. Also, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob da oben grünes Gevieh gespawnt ist. So, dann wollen wir mal gerade in den Keller gehen. Wie sieht es denn aus hier? So, einmal schön hinab. So, also, warum ist denn hier unter der Laterne noch eine Fackel? Die muss ja auch nicht sein. Die kann man sich aber sparen. So, jetzt aber. Ja, hier, das war in der letzten Folge. Und da kommt jetzt als allererstes, richtig, als allererstes, kommen hier noch... hier so Stützpfeiler hin. Wir wollen ja nicht, dass uns die Erde, die ist ja hier auch frisch aufgeschüttet, dass uns die da runterkracht. Also was heißt frisch? Ist ja jetzt auch schon 2 Jahre her, aber künstlich zumindest. So, und wie das hier sich gehört, natürlich... Komm schon. Ah, was war das denn? Nein, das wollte ich jetzt aber nicht. Ich soll vielleicht die da rausnehmen. So. So. Einmal schön bis ganz nach oben. So. Hier auch. Hui. Jippa. Jippa. Hui. Jippa. So, und jetzt... weil ich nämlich... Ja, da komme ich jetzt nämlich nicht mehr dran. So, jetzt muss ich hier für jeden einzelnen... Ach, das ist doch bescheuert. Sag mal, was ist denn, wenn ich jetzt in der Mitte... Ungefähr... So. Und jetzt in alle Richtungen. So. Und das geht ja dann in die Richtung auch. Das müsste doch auch funktionieren, oder? Ja. Das geht doch schon viel besser. Muss ich nicht immer springen. So. Aber ich darf da natürlich keine Lücken lassen, sonst bekomme ich wieder Ärger mit der Bauaufsicht. Komm schon. So. Und dann. So. Wird hier ein ganz und eine ganz... Du bleibst schön hier. Dann wird hier nämlich eine ganz normale Decke gezogen. Und mit hier wird der Gerüste... Soll ich da jetzt nicht bei jedem Block einzeln springen? So. Und wie wir das schon kennen, wir das natürlich... warte mal, ist der... Der muss noch nass gemacht werden. Habe ich noch trocken, trocken? Oh, die sind alle... Müssen alle noch nass gemacht werden. Naja, dann gehe ich mal kurz nach draußen und mach mir mal den Beton nass. War ich denn gerade in eine gute Stelle? Ich gehe einfach mal alle Treppen nach oben. Warte mal, wo sind jetzt wie, wo komme ich denn hier zur nächsten Treppe? Ach, da wäre auch eine Treppe gewesen. Na egal, jetzt gehe ich die Treppe hier hoch. Oder wäre da eine Treppe gewesen? Ach, ich weiß nicht. Sind so viele Treppen hier. So, Hauptsache hier kommt kein Creeper runter. So. Dann mache ich irgendwo, wo nämlich keine Fackeln stehen. Ha, inzwischen ist hier überall vernünftig ausgeleuchtet. Da sind auch überall Fackeln. Ich will ja die... Ach, hier oben wäre noch ein Bett. Ja, okay. Läuft denn mal nicht... Ja, hier habe ich nicht ausgeleuchtet. Deswegen ist hier ja auch der Anschlag gewesen. Gut, dann will ich hier mal gerade eben... das nass machen. Zwischendurch natürlich auch was essen. Und dann geht's weiter nach oben. Und jetzt ist das Ding plötzlich unsichtbar geworden. Ah, jetzt nicht mehr. Na gut. So. Ach, schade, dass ich jetzt die Shader nicht anhabe. Das wäre jetzt eine schöne Aussicht hier, aber egal. Ich kann nicht immer nur die Aussicht bewundern. Ich muss auch mal... Hier, weiter, komm. Also ich, die Decke soll ich ja wohl fertig kriegen jetzt. Und zwar nicht nur die in dem kleinen Kabuff dahinter, sondern auch die Decke, die ich in der letzten Folge gesehen habe, die da noch fehlt, ey. Ja. Allerdings wird da wahrscheinlich ein Stück hier nicht reichen. So, dann bauen wir das mal schön ab hier. Ganz schnell runter. Und dann können wir jetzt nämlich, wir sind jetzt der Trockenbeton, nicht der Trockenbeton, der nicht mehr trockene. Dann können wir den jetzt nämlich hier ganz schnell hinsetzen. So.
Oh, man muss natürlich aufpassen, da nicht runterzufallen. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Komm schon. Dann mache ich das jetzt halt so. Ah, da ist ja schon wieder eine Lücke. Das Kanu sieht, bekomme ich Ärger. Also, wenn ich die drinnen lasse. Wenn ich die zumache, natürlich nicht. So. Und wir sehen schon, der eine Stick wird für das nicht mal für das kleine Kartüffchen reichen. Das ist ja schrecklich. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Es reicht nicht mal. Ach nee. Oh, da kann ich ja direkt zwei Stecken jetzt machen. So, also das Ganze nochmal. Und dann können wir hier jetzt noch das kleine Löchlein schließen. So. Achso, aber fertig sind wir noch lange nicht. So, denn jetzt kommen hier natürlich auch noch, wie wir das ja schon kennen, noch Ornamente obendran. Und die reichen natürlich auch nicht. Kann ich schon wieder hier. Und nein, nicht so hier wo eine Werkbank stehen. Wenn so viel Sonne muss auch eine. Ja, da ist eine Werkbank. Sehr gut. So, komm. Ich mache jetzt mal komplett Tomundo in so Dinger hier. Ich meine, da habe ich ja schon beim Schluss mich aufgeregt, dass das so wenig Ertrag hat. Hier, wenn man Falltüren macht. So. Zumindest für das kleine Kapüffchen hier reicht's jetzt. So. Dann ist hier nämlich schon mal Wände und so fertig und eigentlich wäre jetzt ja die Einrichtung dran, aber dann ist mir eingefallen, hier fehlt ja noch was. So, ich habe vor der Folge herausgefunden, hier drüber sind noch dreimal Ziegel und dann käme nämlich schon die Decke. Das heißt, ich habe da oben viel zu viele Steine verschleudert. Lass mich mal kurz hochgucken, auf welche Höhe dann. So, das hätte ich hier oben gar nicht alles ausbauen müssen. Also, eins, zwei, drei. Nochmal. Warte mal, hier. Warte mal. Eins, zwei, drei. Und auf die Höhe, das da oben, hätte gar nicht sein müssen. Das kann ich ja mal wieder zumachen. Oh, das heißt, ich kann mir mal hier Kabel holen. Und das wieder zumachen. Beziehungsweise muss ich ja nicht Kabel. Doch, ich habe mehr Kabel als Erde. Ich nehme dafür lieber Kabel. Toll. Das wäre ja jetzt auch eine tolle Aufgabe. Da oben. Die Decke zuzuschütten. Wenn's hier der Boden ist. Boden zuschütten ist ja jetzt nicht so schwer, aber die Decke zuschütten. Ich cutte das mal kurz raus. Während ich Kabel geholt habe, ich habe hier noch zwei Laternen im Inventar. Die wollte ich ja hier auch noch platzieren. Und zwar da. Und da. Und dann müsste ich die eigentlich hoffentlich gefahrlos entfernen können. Ich hoffe, dass hier unten wird jetzt keine Brutstätte für Mistviecher. So, und jetzt gehen wir mal hier hoch und können dann jetzt ein bisschen hier oben auffüllen. Und zwar baue ich dafür nochmal die Gerüste. Wo sind sie? Da. So. Und zwar ist hier jetzt der Aufstieg. So, das heißt, ich kann hier jetzt erstmal. Nee, warte mal kurz, das geht nicht bis dahin. Da kommt was anderes hin. Da kommen noch Holzornamente hin. So, kann ich hier jetzt erstmal die Decke machen und das darüber wird dann halt noch aufgefüllt. Das wird sehr spaßig. So, das darf jetzt so erstmal reichen. Ja, hier fehlt, muss ich natürlich jetzt noch aufschütten. Und hier fehlt ja noch das Holzornament. Aber ich will jetzt einfach gucken, wie es beim Minecraft Monday Nummer 21 weitergeht.
Minecraft Monday, 21. Dezember 2018. Hauptlager. Endlich ist der Grünzeugraum mit den Kürbiswänden fertig und ich kann hier das Grünzeug kompostieren. Blumen, Pilze, Zucker. Als nächstes endlich ein Nähterraum. Ich habe immerhin viel zu viele Nähtartikel. Die können dann auch direkt die Wände bilden. Das geht ja schnell. Hier in der Villa kann nun das Fernsehzimmer beendet werden. Vor allem die Couch vor dem Fernseher ist wichtig. Probleme bereitet die Uhr. Da gibt Tobi mir das falsche Crafting-Rezept. Aber dann kann ich sie doch an die Wand hängen und das Fernsehzimmer ist fertig. Als nächstes kommt die Küche kombiniert mit Esszimmer. Aber hier kommt als nächstes das Piratenschiff. Das Holzfarm dauert immer so lange. Hätte ich mal ein Schiff aus Kürbissen gemacht. Aber es hat jetzt einen Mast. Da ich den Meteoritenkrater letzte Woche eh offen gezeigt habe, kann ich ja nun auch zugeben, dass ich hier ein Nebenlager im Nether baue. Und das Glas ist nach wie vor aus im Unterwassertunnel, ab in die Sandfarmregion und Sandfarm. Übrigens ist heute nur Tobi da. Wo sind all die anderen? Gesilbi hat gerade kein Internet, Alsarin muss erst noch gucken, ob er es schafft, alle anderen Fehlanzeige. Tobi hat sich mal wieder Fleißpunkte verdient, da hat eine mega effiziente XP-Farm gebaut. Ich steige mit einem Schlag von Level 29 auf 31. Bei der Sandfarmregion nutze ich die Zeit auch mal zum Handeln mit den Dorfbewohnern. Aber die hauen mich alle übers Ohr. Nichts Vernünftiges hier. Und dann automatisiert mir Tobi noch meine Hühnerfarm ein wenig. Die Eier werden jetzt von alleine geschmissen. Weiter geht es an Minecraft Monday 22. Das Fernsehzimmer in der Villa ist fertig. Jetzt kommt die Küche mit integriertem Esszimmer. Oder ist es ein Esszimmer mit integrierter Küche? Tobi fragt, wofür der Raum in erster Linie ist. Meine Antwort, Essen. Essen machen und Essen zu sich nehmen. Daher sagt er, es wäre ein Esszimmer mit integrierter Küche, weil da das Essen im Wort vorkommt. Jetzt kommen zwei leere Durchgangszimmer im Pen and Paper House. Als ich mit jenen fertig bin, will ich schauen, wie außen die Treppe dran befestigt ist. Dann aber merke ich, dass die Außenwand noch eine Ecke hat. Oh nein! Da muss die Außenwand nochmal ganz weg und um zwei verschoben werden. Ja, blöd. Die dicke Säule der Netherfestung vom letzten Mal dauert echt lange aufzutragen, aber dafür kann ich die Netherzickel diesmal direkt in den neuen Netherraum meines Hauptlagers bringen. Und beim Piratenschiff kommt jetzt die Kapitänskajüte, dafür brauche ich ganz viel Wolle und ein paar Kuchen. Ja, es folgt Minecraft Monday 23 im Meteoritenkrater. Durch die Weihnachtspause und Below? Was war Below? War das eine Serie? Ich kann mich nicht erinnern. Was war Below für eine Serie? Anscheinend habe ich da eine Serie geguckt. Und dabei habe ich das Piratenschiff fertig gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was Below für eine Serie war. Ich kann mich nicht an die Serie erinnern. Egal. Durch die Weihnachtspause und Below ist das Piratenschiff fertig, sodass ich den Krater nun offiziell zu den Projekten dazuziehen kann. Aber dafür muss der Netherzugang noch vernünftig ausgebaut werden. Ich bin ein Depp. Letztes Mal habe ich hier im Pen & Paper House eine Wand falsch gesetzt und die neue schon mal begonnen. Als Erinnerung, und was man nicht hörte, ich baue erstmal die neue richtige Wand wieder ab. Danach baue ich auch die falsche Wand ab und die richtige Wand wieder auf und dann folgt noch eine dritte nach draußen, ehe mit der Hauptkarte der nächste große Raum beginnt. Ja, der alte Server wurde inzwischen wohl neu vergeben. In meiner Liste steht er nämlich noch drin und ist laut Beschreibung nun super sexy. Ich würde ja gerne mal joinen, aber ich stehe nicht auf der Gästeliste. Der Netherraum wird nun weiter mit den Ziegeln befüllt und das alte Lager leert sich langsam. Der nächste Raum soll für fallende Blöcke sein, also Sand, Kies, Beton. Entsprechend sollte er aus Sand gebaut werden, aber Sand ist aus, da jeder Sand immer direkt zu Glas für den Unterwassertunnel und den Netherweg zum Meteoritenkrater gemacht wird. Also erstmal in die Sandfarmwüste. Ja, apropos Nethertunnel, da das Tunnelende zum Meteoritenkrater nun dort fertig gemacht wird, kann hier der Tunnel zur Sandfarmregion ausgebaut werden. Dabei kreuzen sich einige Netherschluchten. Und hier in der Nether-Festung bleibe ich zum Jahresabschluss im Nether. Dank Tobis XP-Maschine habe ich sogar eine Glücksspitzhacke. Bringt nur nichts bei Nether-Ziegeln, aber ich krieg endlich meinen ersten Wither-Schädel. Dabei habe ich dem Skelett gar nicht meine Spitzhacke in den Kopf gehauen, sondern mit einem Bogen ohne Plünderung gekillt. Ja, und jetzt geht's weiter mit Minecraft Monday 24, Januar 2019. Letztes Jahr habe ich im Sandraum den Kies vergessen, also kommt er nun dazu. Und dann mache ich erstmal einen größeren Ofen, aber keinen automatisierten, damit ich XP bekomme. Ins alte Lager. Nach dem Sandraum kommt der Erzeraum. Da kann ich die Wände aus Redstone machen. Davon habe ich mehr als genug. Dank Tutorial von Craftstones, jetzt habe ich jetzt auch endlich die Voxel-Map. Da wird erstmal ein wenig kartografiert. Beim Unterwassertunnel mache ich inzwischen lange Glasstreben. Zwei davon setze ich falsch, so ungefähr 140 Blöcke. Ist ja nicht so, dass Glas Mangelware wäre. Aber hier sieht man auch gut, wo die Basis ist, wo der Unterwassertunnel rauskommen soll und wie weit ich schon bin. Ein Drittel, ein Viertel vielleicht. Naja. Weiter. Meteoriten.
Weiß nicht, damit du reden kannst? Na egal. Für den Netherzugang brauche ich noch Glas. Aber das habe ich ja alles im Unterwassertunnel durch falsche Streben verloren. Also erstmal Sandfarm in der Sandfarmregion. Und die neuen Öfen sind leider auch nicht sonderlich effizient. Der Raum Hauptklasse im Pen and Paper House wird ausgebaut. Dank Minimap kann ich nur noch endlich mal von oben schauen, wie die Proportionen so sind. Auch im Nethertunnel wird Glas benötigt. Der Ofen ist einfach zu ineffizient. Ich muss ihn dann doch automatisieren. Da muss ich halt auf die XP verzichten. Immerhin gibt es Dobis XP-Maschine. Der Ofen wird nun also weiter mit Netherrack verstopft. Ja, das Esszimmer der Villa mit integrierter Küche ist fertig. Dann folgt nur noch der Flur mit dem Treppenhaus und das Erdgeschoss ist fertig. Wer hätte das gedacht? Nun habe ich drei Optionen. Obergeschoss, Kellergeschoss oder Garten. Vorteil Obergeschoss, die Villa sieht von außen noch aus wie ein Gebäude, vor allem wenn ein Dach drauf ist. Vorteil Garten, Pool, ich will ein Pool. Aber es ist doch gerade Januar. Es würde aber trotzdem die Außenansicht verbessern. Vorteil Kellergeschoss, es ist gerade so kalt, da wäre eine Sauna schon nett. Tobi und Kane sind für das Obergeschoss, weiß ich nun also Bescheid. Natürlich sage ich den Stolz mein Erdgeschoss und plötzlich bricht ein gewaltiges Gewitter vom Zaun. Kanu jagt Creeper mit seinem Dreizack und plötzlich explodiert ein Creeper an meiner Skulptur. Aber Kanu ist voll der Ehrenmann und repariert alles. Azarin baut einen Gang im Nether. Anschein nach will er nicht das andere rausfinden, wo er rauskommt. Er versteckt ihn jedenfalls recht gut. Durch meinen Glastunnel getarnt, aber kann ich beobachten, dass er sich heimlich durch eine Koppelwand baut. Entsprechend kann ich also sehen, wo er hinbaut. Er aber ist der Meinung, dass ich das nur durch die Voxel-Map per Cheat herausgefunden habe, weil die Voxel-Map die Möglichkeit hat, dass man sehen kann, wo andere Spieler sind. Diese Funktion habe ich allerdings deaktiviert. Sieht man doch hier auch immer auf den Screenshots. Der heutige Screenshot, den ich vor diesen Anschuldigungen aufgenommen habe, beweist eindeutig meine Unschuld. Ich gehe auch nicht durch sein Portal. Wenn er da allein sein will, ist das ja seine freie Entscheidung. Aber ich sehe, dass es in der Nähe meines Meteoritenkraters ist. Daher hätte ich gerne die X-Koordinate, um zumindest zu wissen, dass sein Geheimprojekt mit meinem Meteoritenkrater nicht in Konflikt gerät. Aber nein. Ja, und aus diesem Grunde damals ist ja die Voxel-Map heute verboten. Und, ja, wir, aber Azarin hat ja damals auch dort gar nicht fertig gebaut und dort wurde ja jetzt vor kurzem dann die Insel der Schande gebaut. Ja, aber das ist ja schon bekannt. Kommen wir nun zu Minecraft Monday 25. Aufgrund von Komplikationen in Ares kam ich heute in Ascalon nicht so weit und dann war da noch so ein sadistischer Gast. Naja. Auch der Nether-Tunnel geht nun bis zum Polarmeer. Grüße gehen raus an Azarin. Die Polizeiwache im Pen and Paper House ist dran, dahinter das Klosett und dann sind wir schon bei der Rückwand. Das Erdgeschoss könnte bald fertig sein. Ja, und mit dem effizienteren Ofensystem hat man wenigstens mal etwas mehr Glas zur Hand, so kann das große gläserne Lagersystem im Nether weiter ausgebaut werden. Und auch der Unterwassertunnel, dank des Ofensystems, habe ich auch heute für den Tunnel Glas, obwohl ich gestern erst welches verbaut habe. So kann ich den Tunnel fortführen und zwischendurch eine Kiesbank mit Sandstein auskleiden. Ja, und der Erzraum im Hauptlag ist auch fertig, nun folgt der Erderaum. Da muss ich aber echt lange überlegen, woraus ich die Bordüre mache. Ich nehme braune Wolle. Apropos Wolle. Der Wolleraum ist dran. Welche Farbe nehme ich? Schwarz und Weiß? Der Throninhalt impliziert mir, ich hätte auch genug Hellgrau und Grau. Stimmt aber nicht. Ich muss die Hellgrau-Schafpopulation einmal hochbringen. Danach folgt der Raum für Mobblut. Auf Anregung von Azarin mache ich ihn aus Obsidian. Also Obsidianfarben. Das dauert. Zwischendurch gehe ich mal zu Kanu. Bei ihm im Nether ist seit Urzeiten schon ein unausgebauter Nether-Tunnel. Aber irgendwie bringt er mich dazu, dem Tunnel heute mal zu folgen. Und der geht echt lange. Nach circa 3000 Blöcken komme ich dann bei Kanus Mesa raus. Die gibt es hier wohl schon sehr lange, hat Kanu von mir geheim gehalten. Okay, jetzt weiß ich es. Dann wird Obsidian farmen. Und damit beende ich diese Folge und sage Arrivederci, over and out.